So, ich bin wieder einmal mit dem Velo unterwegs. Und warum, dass ich das Gerät da habe, übrigens schon wahnsinnige Technik. Jetzt direkt vom Velo, Facebook Live. Unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und deshalb bin ich so fasziniert mit dem heutigen Wandel von der Zeit und deren Möglichkeiten und Chancen. Ja, also wir kommen auf dem Velo immer die besten Ideen. Und ich möchte einfach die Idee mit dir teilen. Und zwar hat mir jetzt gerade einen Herr auf die Idee gebracht. Also vielleicht mal ganz kurz zu mir, ich bin Rolf Hohl, heiße ich. Und wenn es ein schönes Wetter ist, also über 20 Grad, nicht regnet, nicht stürmt, ja, dann gehe ich in der Woche ungefähr so 150 Kilometer auf dem Velo. Also ein Rennvelo. Und jetzt habe ich gerade einen Kollegen, bin ich also etwa so 100 Kilometer gefahren. Also heute wird es wahrscheinlich 200 Kilometer gehen. Und dann sind wir in ein Restaurant, weil dort wohnt er in der Nähe. Also müssen wir abschieden, wir haben eins getrunken miteinander. Und nachher kommt ein Herr zu mir, am Tisch. Und zwar sind wir ja unter der Woche unterwegs, also nicht am Wochenende, Samstag oder Sonntag teilweise eben auch. Und dann hat er gesagt, sind Sie auch arbeitslos? Und ich sagte, was, warum? Und dann sagte er, ja, sag. Und zwar habe ich gedacht, weil ich jetzt unter der Woche unterwegs bin mit dem Velo. Und dann sage ich, nein, warum haben Sie denn momentan, sind Sie auf Arbeitssuche? Dann sagt er, ja. Dann sage ich, was haben Sie denn gemacht? Dann sagt er, in der Bank. In der Bank im Gottlar. Einen super Job gehabt. Aber was passiert jetzt in der Bank? Die gehen jetzt wohl auf den Trend Digitalisierung. Und zwar kann es wirklich sein, dass man in 8, ja, also vielleicht in 10 Jahren, oder vielleicht sogar noch schneller, nur noch die Hälfte Bankfilialen haben in der Schweiz. Weil einfach alles, das ganze Finanzwesen, die ganze Finanzwelt sich dort umstrukturieren. Und vor allem mit so wenig wie möglich Arbeitsplätzen. Und er war sogar in der Führung, bin ich oben. Und auch dort, jeder, der nicht gebraucht wird, jeder, den man ersetzen kann. Nicht nur bei den Banken, auch in der Industrie, wird einfach ersetzt. Die Aktionäre wollen Geld sehen. Und dann sage ich den Leuten, das ist ein böses Unternehmen. Ein Unternehmen muss die Aktionäre irgendwie zufriedenstellen. Also man ist gewinnorientiert unterwegs. Und zwar das, du bist ein Lieber, ein Netter. Die Zeiten sind teilweise vorbei. Es war früher so, dass man jemanden behalten hat. Auch wenn er vielleicht nur die Hälfte Leistung gebracht hat, was vielleicht ein anderer. Ja, so ist die Welt teilweise für viele Leute hart geworden. Hart und zwar auch in der Hinsicht, dass er nicht unbedingt eine rosige Zukunft sieht. Er hat viel Geld verdient, aber er hat den Lebensstandard so angepasst, dass er das Geld, das er verdient hat, ob er jetzt halt um Zürich war mit dem Segelschiff oder so, aber das Geld hat er fast weg. Das heisst, wenn nicht regelmäßig etwas reinkommt, dann geht es ihm nicht gut. Und wenn man halt den Lebensstandard, wo man einen Kopf nicht hat, plötzlich um die Hälfte minimieren, hoppla, hoppla, Moment, so. Also manchmal tun die Leute die Augen nicht so auf, aber ich bin jetzt richtig anständig gewesen. So, und deshalb ist es wichtig, dass man halt irgendwie nach Lösungen sucht. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen, was machen denn Sie? Das heisst, es gibt immer Leute, die fragen, was machen denn Sie? Dann sage ich, schauen Sie, ich habe die Entscheidung schon getroffen, ganz, ganz früher, schon 1975, selbstständig zu sein. Einfach irgendwo, das war mein Traum gewesen, dass man halt wirklich das kann erreichen, was man selber will. Und nicht das, was der Chef will. Entweder sage ich für den Chef oder für mich selber. Und ich arbeite lieber für mich selber. Jetzt aber mal eine Zollbruchstelle da. Ich bin jetzt so richtig am Lüten überholen. Die nutze ich das noch alles irgendwie, bevor der erste Schnee kommt. Also, so geht es darum, dass ich einfach, wenn ich sowieso immer so Ideen habe, und zwar das, was ich jetzt dir sage, solche Sachen gehen mir immer durch den Kopf, auch wenn ich auf dem Velo oben bin, warum nicht mit dir teilen? Vielleicht gibt das auch ein paar Impulse.
Und darum schreibt man, bist du live im Kommentar oder bist du per Replay? Oder dann gibt es noch so einen wunderschönen blauen Daumen. Im Grunde bin ich jetzt in den Pedalen mit ungefähr 32 km, 32,5 km drauf. Und bin eine Idee suchen und schnurren und hoffen, dass ich dir ein paar Impulse kann übergeben kann. Ein paar Impulse. Warum sind solche Impulse wichtig? Es sind immer gewisse Impulse gewesen, manchmal nur ein Satz, manchmal nur ein Wort, manchmal nur ein Gedanke, wo mir auf unglaubliche Ideen gebracht haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du mal fragst, was würde dir gefallen? Nach einem Warum suchst. Warum? Warum willst du das und das machen? Dass du eine Leidenschaft bekommst. Weißt du, wie viele Leute haben eine Leidenschaft, die gehen arbeiten? Also ich musste mal mit einem Zug am Morgen auf Hörlicken. Ich fahre ja praktisch nie Zug, aber ich bin auf Hörlicken. Ja, mit der Maske. Im Zug. Und dann habe ich die Maske durch gesagt, guten Morgen. Und er hat mich ganz komisch angeschaut. Ich glaube, das ist gar nicht mehr normal. Ich bin natürlich schon x Jahre nicht mehr Zug gefahren. Guten Morgen. Ich glaube, das sagt man nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Fremdwort. Schon wahnsinnig, wie sich das verändert hat. Und wir haben letztens jemanden gefragt, und so habe ich gerade mit dieser Person auch, jetzt hier im Restaurant, darüber geredet, was ist denn früher anders gewesen wie heute? Ich glaube, was früher teilweise war, ist, dass, ich sage jetzt mal, der Mittelstand, die normalen Menschen, teilweise disziplinierter waren und zuverlässiger wie heute, dass die Welt ein bisschen oberflächlicher geworden ist. Aber ich glaube, um etwas zu verändern, ist heute die Situation viel, viel wichtiger wie früher. Das heisst, in dem Wandel von der Zeit, wo wir drin sind, wenn der Mensch nichts macht, nichts verändert, nicht mit der Zeit geht, dann geht er mit der Zeit. Und so haben wir mit dieser Person dort drin, die in der Bank gearbeitet hat, die den Job verloren hat, habe ich auch über so Sachen gesagt und gesagt, wissen Sie was, das hat mir jetzt dermassen viel gebracht. Obwohl die Persönlichkeitsseminare, dank ihm im Management, im Kader, top Ausbildungen gezahlt hat. Aber schlussendlich geht es in Ausbildungen nie um das Wesentliche, um Visionen, um Bedürfnisse, um Leidenschaft, das zu machen, was man eben gerne macht. Und ich habe so viel erlebt, in all diesen Jahren auf dem Weg, zum Erfolg wurde ich sehr schnell Erfolg gehabt. Und bin jetzt ungefähr 39 Jahre, bin ich frei, unabhängig, habe einen Haufen Zeit, habe Geld, also Erfolg und Lebensqualität. Und im Grunde noch immer wieder Leute fragen und sehr wohl, schaffen sie denn sie nicht? Das sage ich mir mal. Ich schaffe im Hintergrund, schaffe sie immer wieder. Aber ich nicht schaffe. Und ich habe so viel automatisiert, dass im Grunde mein Business oder Einkommen einfach immer weiter läuft. Und so kann man selber das Leben gestalten. Also du bist der Architekt deines Lebens. Damit möchte ich einfach Mut geben, Mensch. Mut. Und nicht so, wie ich schon vielleicht einmal erwähnt habe und immer wieder erwähne, gewisse Parteien, die sagen, wir müssen denen, die Geld haben, Geld wegnehmen, denen geben, die keins haben. Sondern ich glaube, es ist eine viel bessere Lösung, wenn man den Menschen Mut gibt, wenn man Impuls gibt, wenn man sagt, du kannst es, dass man das gibt, dass im Grunde noch wieder den Sinn vom Leben überkommt. Weil ich glaube, wenn man einfach etwas gibt von jemandem, was man genommen hat, dass das nicht unbedingt zufrieden macht. Sondern was mich zufrieden macht, ist, dass ich selber Entscheidungen getroffen habe. Selber gewisse Gewohnheiten in meinem Leben verändert haben. Und zwar erfolgshemmende Gewohnheiten abgeleitet und erfolgsfördernde Gewohnheiten aufgenommen. Und um eine neue Gewohnheit praktisch ja, in Schwung zu bringen, sodass es nachher automatisch geht, wie man automatisch aufs WC geht, wie man muss. Ja? Das ist nicht unbedingt eine Gewohnheit, das ist einfach muss. Also, eine Gewohnheit, die nicht Kassioni. Wo der Spaß macht und Freude. Ob das jeden Tag ein Äpfel essen ist,
Wenn du das nicht gemacht hast, muss man mal schauen, vielleicht auf Gesundheit oder Gewohnheit. Jeden Tag etwas tun für dein Mindset. Ja, also wie gesagt, ich bin im Pensionsalter, aber ich tue praktisch jeden Tag etwas für mein Mindset. Ich schaue YouTube-Filme von erfolgreichen Menschen. Ich schaue, wo sind die guten Erfolgsprinzipien oder was für Erfolgsverbindungen gibt es im Grunde noch heute auf dieser Welt. Was für Fundamente haben die Unternehmen. Und alle solche Sachen kann ich sehr gut analysieren. Wirtschaft, Politik, die Zusammenhänge und vor allem, was mich interessiert, sind Menschen. Und deshalb schreibt mir doch einmal im Kommentar, jetzt im Facebook auch, in welcher Situation bist denn du? Das heisst, was denkst denn du, was sie muss verändern? Heute in der Zeit, in der Gesellschaft oder in deiner Situation. Das heisst, wer aktiv, auch wenn es jetzt nur Facebook ist, aktiv. Ich bin aktiv jetzt eben im Sport oder so, da halte ich einen jung. Und ich kenne sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen. Und weißt du was, die haben nie auf den Ruhestand gewartet. Die haben nie auf Pension gewartet. Und ich würde überholen. So. Also wie gesagt, mich hat noch niemand überholt mit dem Velo, aber ich habe ihn mal überholt. Es ist immer der Geiz, den ich irgendwo habe und das behaltet unglaublich jung und dynamisch. Ich bin nicht geheiratet. Ich schaue immer, dass ich ganz junge Freundinnen habe. Da muss ich immer schauen, dass du knusprig bleibst und darum eben mit dem Velo. Übrigens, Velofahren habe ich mal gehört, dass es einen knackigen Po gibt. Ja, vielleicht machen sie es auch ein bisschen deswegen. Und figurmäßig das einem fit halten. Und vor allem eben, wie gesagt, deine Hirnwindungen. Ich habe mal einen Satz gesagt in einem Vortrag. Man nützt hier im Kopf eine Birne mit 100.000 Volt, wenn die Birne kaputt ist. Also, man nützt einen Haufen Energie, wenn die Hirnwindungen nicht in Ordnung sind oder nicht miteinander richtig verknüpft sind. Deshalb ist es wichtig, dass du in deinem Kopf einfach Dinge zulässt, die dich weiterbringen und nicht, die dich aufhalten. Jemand hat einmal gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 besten Freunde, die du hast. Und es kommt immer darauf an, mit was für Leuten gibt man sich ab. Menschen, die einem Mut geben, Hoffnungen, Impuls, sogar Lösungen. Statt Menschen, die sagen, komm, wir trinken lieber ein Bier miteinander, ist die Welt wieder in Ordnung. Nein, sondern entweder kann man die Situation, wo man drin ist, lösen oder man kann es nicht lösen. Also ich kann immer die Energie dort hin tun, dort, wo ich es lösen kann. Oder verständlich, wo mich selber persönlich weiterbringt. Mich persönlich weiterbringt, muss ich schnell jemand überholen. Hoppla. Wo mich persönlich weiterbringt, hat es halt immer mit einem anderen Menschen geholfen zum Erfolg. Also anderen helfen, sich selbst zu helfen. Egal, was du tust, mach immer etwas, was ein anderer Mensch nutzt, ein anderer Mensch einen Mehrwert hat. Ja, ich meine, wir kommen alle mal irgendwann in die Kiste. Und jetzt kommt es einfach darauf an, was sagt denn der Pfarrer? Sagt er, da holst du einen faulen Kalb, der hat immer gelebt. Im Sozialsystem, oder? Der Hohl ist einer, der die Gemeinde sehr, sehr viel gebracht hat, hat sehr vielen Leuten geholfen zum Erfolg. Und so, ja, also du bestimmst auch mal, was der Pfarrer sagt, wenn die Kiste ist. Und darum sage ich, in dem Sinn sollten wir unser Leben schon viel früher anfangen gestalten. Schau mal, jetzt bin ich übrigens im Fellande. Und jetzt gehe ich nochmal um den Greifensee herum. Ja, jetzt habe ich da eine enge Kurve. Da. Ist schon wahnsinnig die Stabilität bei deren Übertragung ist Facebook Live. Mit dem Stabilisator, den ich hier habe, unglaublich. Also das Bild bleibt waagrecht. Zittern siehst du nicht, obwohl, dass ich manchmal über Trottoir fahre. Oder über Steine, das kommen so von der rechten Seite her, einer kommt nicht gegen. Und man sollte die Augen immer offen haben. Aber schlussendlich bin ich immer bei den Gedanken drin. Also, es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann nicht, will das. Oder ich habe keine Zeit. Oder irgendeine Entschuldigung suchen. So dass man in dieser bequemen Zone oder in dieser bequemen Situation kann drin liegen. Der Staat wird schon richten. Irgendwo kommt dann schon mal der Erfolg. Das wird nicht passieren. Wir müssen ein paar überholen.
So, Achtung. Also die nehmen wir schon und die ganze Straße brauchen sie immer für sich. Eben, da darf man nicht mehr für sich denken, da, sondern eben auch, es könnte jemand entgegenkommen oder es könnte jemand rumfahren. Weil das ist wirklich eine super gute Strecke mit Inline-Skating oder eben mit dem Rennvelo. Übrigens, ich bin früher etwa 10 Jahre Swiss Inline-Marathon gefahren. Und ich weiß noch gut, dass mit Carbon-Schuhen ohne Bremse. Ich bin manchmal gestürzt am Anfang. Und dann habe ich eine andere Technik gelernt mit dem siebenfachen Schweizer Meister, mit dem Daniel Grab, im Schindeligi. Double-Boost-Technik. Also nur Technik gelernt. Dann habe ich ganz wenig Stürze gehabt, vielleicht alle 3 Jahre mal eine. In St. Moritz sind wir Richtung Pontresina. Haben wir es rennen können, natürlich Straße und Sperrpolizei vorne. Sind wir mit 80 Kilometern das Loch ab. Also gerade vor dir stand er. Wir haben nicht mehr die Distanz gehabt, so 20 cm im Windschatten, im Rücken. Das war mal das Vertrauen, das wir hatten. Wir haben keine Gefahren gesehen. Wir wollten gewinnen. Und ich glaube, das ist auch das, wenn du ein Ziel hast und das Ziel gehst an, dann bist du dermaßen begeistert und du glaubst an das Ziel. Irgendwo von 500 vielleicht am Anfang zuerst in die ersten 100 reinkommen, dann mal die ersten 70, dann halt mal 50. Einfach immer ein bisschen besser werden. Und du kannst dermaßen viel erreichen. Hoppla. Das ist jetzt ein Renner, wo ich dann mit Windschatten. Eieiei. So, 40 Kilometer habe ich drauf. Also er fährt jetzt mit etwa 42 und ich schaue jetzt, dass ich in den Windschatten kommen kann. Also er hat jetzt wirklich ein Carbon-Rennvelo. Ich habe noch nicht Carbon, sondern auch einen leichten Teil Carbon. Aber der haut wirklich ab. Aber der hat kein Facebook Live. Also bin ich fast in den Windschatten. Puh. Also ich gebe den auf. He. Also ist jetzt mit über 40 Kilometern ist der gekommen. Also machen wir mit 32, jetzt habe ich 32 Kilometer. Machen wir so weiter. Also, es gibt im Grunde noch nichts, was ich aufhalten kann. Es gibt, ich kenne Menschen, die haben ohne Beine geboren, ohne Arme. Es gibt Menschen, wo man denkt, was will der, der ist jetzt ein gewisses Leben lang auf irgendwie Unterstützung. Nein, sondern ist erfolgreich geworden. Ich kenne jemanden, den Inder, der ist im Unternehmen tätig, der ist ohne Bein, also gerade beim Hinter sind Beine nicht dran gewesen, wo er auf die Welt gekommen ist. Der ist geehrt worden auf der Bühne. Da sind Staatsleute, Gemeindeführung und die haben alle geklatscht. Und der hat seine Anerkennung bekommen. Der ist begeistert gewesen, der ist auf die Arme auf die Bühne auf. Denk dran, egal in welcher Situation du bist, du kannst unglaublich viel erreichen. Es gibt ja einen sehr guten Spruch. Kein Zufall, kein Verhängnis, kein Schicksalsschlag kann hemmen, wenden oder einbeschränken, was ein entschlossenes Herz mit einem festen Ziel vermag. Ein Spruch, den man nie aus dem Kopf rausgeht, den ich sicher so 20 Jahre, 30 Jahre im Jahr in der Hinwendung umeinander schleiche. Deshalb ist mein Mindset so, dass mich kein Mensch aufhalten kann. Und das ist halt manchmal, hat man halt das im Leben. Stell dir mal eins vor, wir sind da einmal in die Welt gekommen. Was ist 9 Monate voran passiert, bevor du geboren bist? Ich weiss noch ganz gut, wir sind Millionen dort gestanden. Nebenzu einer mit einem Revolver. Und hat einen riesen Schuss abgegeben. Wir sind alle davor geschwommen. Wir sind gerannt. Ich habe einen anderen Haken gestellt. Und ich bin als Sieger dort nachgeholt, wo wir noch nicht produziert worden sind. Ja, und 9 Monate später bin ich geboren und habe geschreien. Ich habe gemacht, was ich wollte. Und niemand hat mich aufheben können. Und nachher ist man irgendwie eben den so richtig so in ein Schema reingedrückt worden. Du kannst es nicht. Du lernst nie laufen. Warum kannst du nicht mehr auf die Schnauze? Ich weiß, ich habe so viele Sachen erlebt. Und deshalb ist es wichtig, dass du immer eine Umgebung hast. In der Schule, der Lehrer hat er nicht angestrichen,
was gut geschrieben ist. Er hat immer angestrichen, was schlecht geschrieben ist. Er hat nach Fehlern gesucht. Das heisst, wir haben immer einen Fehler. Wir lernen in der Schule nicht, über Finanzen umzugehen. Wir lernen das nicht. Wir lernen nicht in der Schule über Themen Erfolg und Erfolg 2. Also das, was ich gelernt habe in der Schule, okay, schreiben, rechnen. Und weißt du was, rechnen kann ich sehr gut, wenn es um meine Zahlen geht. Aber nicht um fremde Zahlen, um meine Zahlen. Ich kann jedem, der zu mir kommt, kann ich praktisch eine Strategie vorrechnen, wo ich damit erfolgreich werden kann. Also, nochmal schreiben, wenn jemand dazugekommen ist, jetzt im Facebook, bist du live oder bist du im Replay? Das heisst, jeden Kommentar werde ich persönlich beantworten, in den nächsten 2 Tagen, ich verspreche das. In den nächsten 2 Tagen. Wenn du eine persönliche Frage hast, Lösungen suchst, oder hast du Strategien, oder mir willst du deine Situation schildern, wo du drin bist, dann schreib mir persönliche Nachricht. Wenn nicht alle wissen, wenn ich dir einen besonderen Tipp gebe. Also die, die mir persönlich schreiben, die können natürlich besondere Tipps über. Eins kann ich versprechen. Du musst mir nie in Franken gehen. Alles zum Nulltarif. Ich bin jetzt im Pensionsalter und ich habe ein riesen Wissen. Aber ich habe immer nur das Wissen und ich brauche das, um erfolgreich zu werden. Zum Weiterkommen. Ich habe das Wissen, wo Menschen brauchen, um weiterzukommen. Das heisst also, ich kann jemandem das Wissen geben, was er braucht, mit verschiedenen Strategien, genau auf ihn abgestimmt, Auswahl wie ein Frühstücksbuffet, wo es schlussendlich nur eins gibt, wo es weitergeht, wo es nicht zurückgehen kann, wo man nicht etwas kann verlieren kann, wo du kannst zum Nulltarif, deshalb wiederum ein Appell, allen Menschen etwas verändern. Es kommt nicht darauf an, wie alt, es kommt nicht darauf an, wie jung. Es kommt nicht darauf an, von wo kommst du, und es kommt nicht darauf an, was für eine Schule bietest du kannst. Sondern es kommt eins darauf an, gesunder Menschenverstand, innerer Motor, der Wille zum Erfolg, dass du es Warum hast, ehrlich, zuverlässig, kommunikativ, kann man lernen. Aber dass wir miteinander reden kann. Egal, was für ein Problem das es gibt, solange Menschen miteinander reden, gibt es nie ein Problem. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich vielleicht gewisse Impulse können überbringen kann. Und ich hoffe schon, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt gut, habe ein paar Impulse, dann mache ich das gern wieder. Ich kann das aber nur wieder machen, wenn du mir schlussendlich auch deine Meinung dazu gibst. Okay, das war jetzt im Schnee gewesen, ungefähr 30 Kilometer sind wir jetzt so lange Strecke unterwegs gewesen. Also 30 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, bergauf, dann wieder ein bisschen bergab, um Kurven, durch Gemeinden durch, alles drum und dran. Und trotzdem habe ich wahrscheinlich ein paar Erfolgsimpulse weitergeben. Und dann, wenn das wirklich der Fall ist, dann würde ich mich riesig freuen, um so einen Daumen, blauen, um einen Kommentar, dann werde ich das wieder machen. Es ist doch schade, wenn man das Wissen hat und mir gibt das nicht weiter. Und ich gebe einfach alles weiter. Alles zum Nulltarif, was ich weiss. Alles, was ich weiss und gesammelt habe in den letzten 40 Jahren. Alles das. Ich kann es ja nicht mit in die Kiste nehmen, wenn ich einmal abkratze. Also, schlussendlich. Ja. Also, geht's vorwärts. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und vielleicht gehen wir miteinander am Greifensee. Ich habe so einen Sub-Paddel. Und zwar ein Sub-Paddel, sehr gut, übrigens schnell, fast 4 Meter lang. Und also kommen wir richtig schnell vorwärts. Dann kommen wir mit Zürichsee oder Greifensee. Ich habe übrigens das zweite, also ich kann etwa 200 Kilo Gewicht aufnehmen. Total. Ja, dann kommen wir mal da drauf und da drauf mal irgendwie miteinander ein bisschen reden, mit einem Bierli oder sonst irgendetwas. Und vielleicht mache ich sogar ein Facebook Live direkt vom Paddel. Also, aber ich brauche für dich das Feedback, hat es dir gefallen? Hat es ein paar Impulse drin gehabt, die du können brauchen? Und es wäre mir riesig gefreut. Nun wünsche ich dir alles Gute. Tschüss miteinander. Tschüss, hat mich gefreut, dass du dabei warst.